Soddele, moin moin und herzlich willkommen hier und zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge Sunkenland. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, erstmal dicke sorry, dass hier mal wieder der Ton weg war, ja. Ich habe echt keine Ahnung mehr, woran das liegen soll. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, ja. So, ich benutze Adobe Premiere Pro, ganz normal, wie würde ich mal sagen, 99% der Leute, die Videos machen, ne? So, ich nehme das Spiel hier auf mit OBS, der Ton ist da. Ich remuxe es mit OBS, der Ton ist da. Ich pack's in Premiere, der Ton ist da. Ich render es mit Premiere. Manchmal fehlt stellenweise der Ton, manchmal ist der komplette Ton weg, ja? Ich habe keine Ahnung mehr, woran das liegt. Ich setze mich jetzt dieses Wochenende nochmal hin und gucke ganz genau. Aber ich habe mir jetzt auch ein anderes Schnittprogramm runtergeladen, mit dem ich mal ein bisschen testen und mich einfuchsen werde. Und wenn es mir absolut reicht, dann benutze ich halt das, ja. Fertig. Weil, seien wir ehrlich, ich mache ja hier keine großen Schnittwundertechniken oder sonst was. Das ist ja ganz, ganz simpel und einfach. Das kriegt man auch mit einem anderen Programm hin. Weil irgendwann reicht es dann und ich habe die Faxen dicke, wie man so schön sagt, ne. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als immer alles doppelt und dreifach zu kontrollieren. Werde ich jetzt bei jeder Folge machen. Ich hoffe, ich übersehe nichts, ja. Weil im Endeffekt müsstest du wirklich jede Folge nochmal komplett durchlaufen lassen, um zu sehen, ob irgendwo kein Ton ist, ja. Was natürlich ganz, ganz lange dauern wird und extrem viel Zeit kostet. So, pennen wir einfach mal. Dankeschön, obwohl das war ein bisschen sehr früh. 4 Uhr ist noch... guck mal. Oh, wie geil. Ja, es regnet, aber guck mal hier, Sonnenaufgang. Jetzt stell dir vor, wie hier Beate mit ihrem Franz steht. Wie romantisch, Franz, so schön. Er kratzt sich am Hintern, rülpst, ich hab Hunger, und geht wieder rein. So ungefähr sieht's aus. Spaß. So, ne? Was machen wir heute? Ich möchte gucken, dass wir eine Taucherflasche hinkriegen. Und dass wir auf jeden Fall uns mal die Flossen bauen. So, das kannst du trinken, damit es was schneller geht hier. Dafür können wir mal gucken, was wir hier brauchen für die Flossen. Haben wir die schon? Oh, guck mal, den hier, den könnten wir machen. Zwar, glaube ich, ein bisschen ne, aber jetzt haben wir eine Leuchtfackel. Nein, lass den hier. So. Wir könnten gucken, dass wir noch eine zweite Kiste hinkriegen. Um hier noch ein bisschen Zeugs zu bauen. Ich glaube, das mit der Leuchtfackel war nicht so clever. Den Meerwassereimer, den hatten wir. Guck, der braucht nämlich auch wieder Komponenten. Komponenten. Und den Beutel könnten wir auch machen. Da haben wir mehr Platz, ne? Plus, plus, okay. Plus, plus und plus ergibt Minus, oder wie war das, ne? So, wo war das denn jetzt? Hier ist die Truhe, Metalltruhe, Baumer. Weiß ich auch nicht, warum die jetzt hier ist. Ah. Ehrlich, die steht hier schön schräg, aber egal. Kann ich hier jetzt alles reinpacken. So, haben wir die Flosse überhaupt schon erforscht hier? Nein, haben wir noch nicht. Ein Seil und eine Fischhaut brauchen wir. Hatten wir das hier drin? Seile machen wir, glaube ich, aus Stoff, ne? Fischhaut. Juhu! Yeah, genau das, was ich wollte. Na? Wer hat nur drauf gewartet? Das kommt davon, wenn man Schub vorher 7 Days spielt. Mann, ey. So, da haben wir 2 Fischhaut. Sehr gut. Seil. Oh, und wie mache ich das nochmal hier? Ein Seil, dankeschön. Rein hier. Schwimmflossen erforscht. Auch nochmal, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare. Ihr habt es gesehen, ihr habt alle ein Herzchen bekommen. Das heißt, ich habe die gelesen. Einige Sachen davon könnten wir dann auch umsetzen hier. So, da sind sie. Jetzt brauchen wir 3 davon und 2. Okay, ja, dann mach schon mal 2 hiervon. 1, 2. Einen haben wir. Wir müssen Marlin skillen. Gibt ja auch noch Essen. Wie sieht es eigentlich aus hier mit dem Brutzeln so? Eingebratener Pilz, okay. So, die Marlins waren direkt vor der Haustür, ne? Aber es ist halt noch dunkel, das ist doof. Hallo, sehen wir was hier? Nicht wirklich.
Und dann noch bei Regen. Ich glaube, die sind auch wieder da. Marlin, wo bist du? Oh, guck mal, seht ihr das, wenn wir uns hier so bewegen? Guck mal, rechts am Rand, da sieht man so ein Fenster, wo es heller ist. Warum? Interessant. Was ist da? Was kommt da hin? Soll da irgendwie Bild im Bild sein? I don't know. Ach, guck mal, der Io kommt mich besuchen. Die müssten auch wieder da sein, ne? Die müssten wieder da sein. So. Io will auch Hallo sagen. Ich glaube, der will raus. Der will bestimmt in den Wald oder so. Was regnet und ist matschig hier. Brr. So. Alles klar, Jung. Müssen wir weiter arbeiten hier, ne? Sehr schön. So. Ich meine, hier waren. Ah, guck, da ist die Musik wieder. Komm, dann machen wir die nochmal weg hier. Die sind echt jedes Mal wieder da, ne? Wenn du, speicherst und wieder erneuern machst. Aber dann kann man die auch gut farmen. Weg mit dir. Dankeschön. Oh Gott. Will ich das haben, das Taschentuch vom Mutanten hier? Nein. Holz nehme ich. Sind ich die Schlauesten? Mal gucken, wann wir dann später die ersten Waffen haben zum Schießhorn. Da würde ich auch gern hin wieder. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal hier ein paar Marlins finden. Da gibt es wieder irgendwas Gutes. Gehen wir da mal hin. Mal gucken, was im... Leuchten da Feuer unter Wasser oder was? Was ist das? Leuchtet was? Die Frage ist nur, was? Das ist hier die Frage. Sag mal, wie lange regnet es? Ich würde gerne was sehen. Was ich nicht tue. Muss ich denn hier rein? Hier irgendwo, ne? Jo. Alter, Falter. Also ich sehe genauso viel wie ihr, nämlich gar nichts, ne? Mach mal auf. Wehe, hier kommt jetzt wieder der Hai durch die Wände. Dann fress ich den Besen. Und das war's schon gewesen. Wir sind voll. Doll die Doll. Alter, bei dem Wetter hier. Was ist das da? Wir wissen, was das ist. So, was haben wir denn hier? Irgendein altes Bild. Moderner Waffensatz. Okay. Glaswand. Kannst direkt mal lernen. Öffne sie, um zufälliges Waffenzubehör zu erhalten. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zielfernrohre, Griffe, Magazine, Läufe und mehr. Lassen wir erstmal zu. Nicht, dass da mehr rauskommt als eine Sache. So, gucken wir nochmal am Rand hier. Da ist ein Marlin. Siehste, ich wusste es. Die brauchen wir für die Flossen, da das weitergeht. Neues Gebiet, die Villa. Jetzt entdecke ich hier die Villa, oder was? Interessant. Interessant. So, sollte eigentlich zum Abschalten und Entspannen sein hier, Zankenland. Aber ihr seht, das Wetter kommt ungefähr dem Wetter bei mir hier zu Hause gleich gerade. So, Leute, kommt ihr her? Ich will euch... Nein, du gehst mal weg. Alter, hatten wir Glück da. Zum Teufel, das heißt auf einmal ein Hai. So, den brauche ich da. Ja, komm schon her. Hui. Hallo, kommst du her? Warum, du überlebst das auch nicht. Will nichts mit dem Hai zu tun haben, der da hinten ist. Der kommt. Geh weg. Luft. Halt so weit weg, ne? Ja, da war's, meine ich. Kommst du nicht ran, ohne zum Hai zu gehen, ne? Echt doof! Hallo! Warum schwimmst du jetzt da unten rum? Sollst du zu mir kommen? Ich fürchte, der Hai wird uns wegsnacken. Juhu, meine Fischlis. Komm, wir brauchen euch. Ah, genau, dich, mein Freund. Ah, noch einer hier. Da unten, wir brauchen Luft. Hui. Was war das?
Der Hai geht mir auf den Keks, ne? Und ich möchte hier mal was sehen. Ist viel zu dunkel. Er hinüber? Nein, er schwimmt noch. Oh. Dankeschön. Ha, da ist die Fischhaut. Jetzt haben wir zwei, ne? Jo, wir brauchen drei. Okay. Kriegen wir noch hin? Nee. Verdammt! Zwei. Immerhin machen wir schon mal mehr Schaden als mit unserem Holzpiekser. Ja, ja, aller Anfang ist schwer. Nee, nix hier mit dem Blut. So, und jetzt haben wir drei Stück. Tschüss, du darfst weiterleben. Dass wir einen Hai direkt hier bei uns vor der Türe haben, das ist frech. Insel der Schiffbrüchigen. Können wir sie nicht einfach Ede Island nennen? Das fände ich sehr passend und cool. So, da ist der. Eine Zigarre, also ein Müll, ey. Können wir uns die jetzt bauen? Die müssten wir uns ja jetzt bauen können. Wir haben ja alles dafür dabei. So, da ist die Flasche. Wo sind die denn hier? Bauen, dankeschön. Können wir hier reintun. Boop. So, damit sind wir da eine ganze Ecke schneller, glaube ich. Ne? Geringe Zunahme der Schwimmgeschwindigkeit. Okay. Gering sagt ja schon alles. Beutel. Wir brauchen ein Seil. Den können wir auch machen. Ein Seil. Jetzt den Beutel. Jawohl. Der kommt auf den Rücken. Zack. Eine Reihe mehr. Das ist super. Das Zeug hier kommt jetzt alles da rein. So, dass wir es los sind. Sehr gut. Wir haben Schwimmflossen, du, du. Schwimmflossen, du, du. So. Sechs Komponenten. Sechs Gummi. Wie viel Gummi und Komponenten haben wir? Nix. Drei und zwei. Also, Komponenten und Gummi ist das Ziel. Und dann müssen wir noch nach einem Tretboot gucken hier. Ist aber nicht hier drin. Das heißt, das bauen wir dann hier bei den Booten. Ne? Dafür brauchen wir auch 8 Komponenten. Also, gehen wir auf Komponentenjagd. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ne? Haha. Endlich wieder vernünftiges Wetter hier. Dann habe ich ja ganz schön Glück gehabt, dass ich mich da mit dem Ei nicht anlegen musste. Oh, da ist noch ein Auto. Guck mal, wie schnell wir jetzt sind. Geil, ne? Richtig geil. So, danke schön. Die Station steht ja. Haben wir hier irgendwo was drinne? Scheint mir ein sehr kleines Haus gewesen zu sein früher. Ist gar nichts drin. Da liegt nur was oben drauf. Metall können wir immer gebrauchen. Guck mal da. Hallo, gib her. Zwei Komponenten und dann ist das Ding leer. Das ist frech. Das ist frech. Wir haben auch noch eine Krabbe da. Und da ist ein Marlin. Wo kommt der jetzt her? Immer diese Marlin-Gays hier, ey. Immer diese Marlin-Gays. Pff, wie ich auf die Idee gekommen bin, ey. Ja. Luft! Sollen wir da nochmal gucken gehen? Nee, jetzt nicht. Jetzt nicht, wir gehen da hinten nochmal gucken im Wasser hier. Ich glaube, die fangen schon an zu schießen. Und wenn ich mich noch recht erinnere, Angriffe sind ja immer nur von denen, die dich kennen, ja? Also solange mich jetzt hier die Schießertypen nicht kennen, greifen die mich auch nicht an. Sondern jetzt nur die Mutalinskis da, ne? Weil die haben wir ja schon angegriffen am Anfang. Da war alles sehr nah beieinander hier, finde ich. Oh, guck mal, da liegt noch Loot, den wir da hingeschmissen haben. Alter, hier ist alles voll, du.
Alles voll. Krass. Da sind nochmal welche. Das ist gut. Gib her. So. Das heißt, die Flasche müsste schon drin sein. Gucken wir mal, was hier drin ist. Vielleicht ein schönes Rezept. Wer weiß. Wow. Können wir alles verkaufen. Auch kein Mensch. Weg damit, weg damit. Da ist noch was, da ist noch was. Hier, Stoff. Eisenaxt können wir uns jetzt bald auch bauen. Leder. Mhm. Ach, diese Musik, das ist so schön, so ruhig. Das ist einfach nur wohltuend für die Ohren. So, komplett abschalten, ne? Ich kann mir das richtig vorstellen. Ich würde das auch machen, wenn ich es jetzt nicht hier selber aufnehmen würde. Einfach das hier auf den Fernseher schmeißen, klein bisschen lauter drehen, in den Sessel, Füße hoch und einfach berieseln lassen. Von dem Unfug, den Ede da erzählt. Kommt man hier nicht durch? Doch, kommt man. Wow, nix drin. Geil. So. Ich meine, es bringt nichts, systematisch alles leer zu machen hier, weil tut ja alle 4 Tage neu spawnen. Deswegen, ja. Guten Hunger, Fritzemann. Und da ist noch Waschmaschine hier. Nehmen wir mit, was wir finden. Sehr gut. Kommt man hier hinten noch rein irgendwo? Juhu. Ich würde gerne nochmal so Komponenten finden, das wäre geil. Aber ich muss sagen, ist schon richtig, richtig toll gemacht. Es gefällt mir so gut. Dieses Spiel ist echt wunderschön geworden. Was wäre da hinten, ne? 2 Felsenstrand, 85%, Cape Lookout, 100%. Okay, hier fehlt uns noch was. Das wäre der, ne? Dann gehen wir nochmal gucken. Was fehlt uns denn da? Was fehlt uns da, wenn ich fragen darf? Dim, 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 dim. Hallo, Hampelmann. Also nicht wundern, ja? Ich habe die hier wirklich auf ganz, ganz leicht gestellt, die Gegner. So, einfach, weil wir das ja kennen und ich keine Lust habe. Buschsamen, nein, danke. Demnächst dann irgendwie drei in der marodierenden Bande von 30 schießenden Typen gegenüberzustehen. Die dich und deine Bude auseinandernehmen, ne? Das muss nicht sein. Könnte das da der Händler sein? Oder die Händlerin? Will ich durchs offene Meer schwimmen? Ich weiß nicht. Was ich auch cool finden würde, wäre so eine Unterwasserbasis. Das wär's. Ich glaube, hier auf der Seite waren wir noch nicht, ne? Da kann man ja auch rumlaufen, aber hier ist nix. Hier ist nix. Gut, wenn man jetzt so steht, sieht man schön die Matsche-Texturen, ne? Aber es ist schön, trotzdem. Ich finde es super schön. So, 100%, alles klar. Was ist da? Was wäre da oben das? Unbekannte Ruinen, 7%. Das ist unsere Insel, die Villa, Bezirk 30. Ich glaube, das da ist der, ne? Ist das der Trader? Gucken wir mal. Könnten wir dem was verkaufen? Vielleicht gibt der uns ja auch Komponenten. Mal gucken. Apartments. Gibt's da Haie? Oh, ich hasse sowas. Und genau deswegen, Leute, ja, ihr seht das hier. Es ist dem ja schon gut nachempfunden, aber guck mal, du siehst nur so Schatten im Hintergrund. Nach unten siehst du gar nichts. Jo, das ist der Trader. Ich hasse das. Es sind Marlins. Da sind auch Haie, siehst du? Genau deswegen würde ich niemals im offenen Meer schwimmen oder so. Ich krieg da voll die Panik. Mag ich überhaupt nicht. You looking to buy? You're looking to buy? Nee, ich wollte erstmal was verkaufen hier. So, rein da, rein da, rein da. Die behalte ich. Das Parfüm kannst du haben. Den Wein kannst du haben. Sonst noch irgendwas?
Nö. Elektronische Teile. Ja, nice. Dankeschön. Nehme ich gerne. Was ist das hier? Motor mit hoher Leistung. Oh, oh. Brauchen wir sowas auch? Abmachung. Und somit haben wir 13 Stück. Das ist super. Das ist super. Für die Flasche brauchen wir... wo ist es? Bin doof. Ich bin doof. Da. Gummi brauchen wir. Ich glaube, wir hatten 3, ne? Oh, er hat nur 2. Geil. Immer gern. Weg mit der Dose essen. Wir müssen eh was trinken. So, was gibt's hier noch so? An Schrott, den wir mitnehmen können. Gucken wir mal. Ist auch überarbeitet worden hier, muss ich sagen. Dankeschön. Ach, hier ist noch einer für Gans. Ja, nice. Okay, das will er alles nicht. Aber guck mal hier. Hier kannst du... Oho, sehr gut. Sehr gut. Das wusste ich nicht. No drinking while shooting. Okay. Ach, jetzt stell dich nicht an. Ist doch nicht so schlimm. Interessant, Alter. Diese Box. So. Na, mal gucken. Dass wir dann heute noch die, die Taucherflasche zusammenkriegen. Ich glaube, 2 Gummi brauchen wir jetzt noch. Ich würde mich eher fragen, warum man in diese Welt überhaupt noch Kinder setzt hier. Nee, danke. Hello, noch wer hier? Komm jetzt gleich hoch. Moment, muss erst hier unten plündern. Zip. Tatsache, noch eine. Ah, die verkauft die Baupläne. Ein richtiges Einzelbett. Das ist ja cool. Nice. Hat sich also auch einiges getan. So, kommt man da rein? Nein. Hier hinten kommt man rein. Ist ja auch noch einer. You're the first friendly face I... Was für ein Vertrag. Ich möchte den Vertrag abschließen. Ich möchte den Vertrag annehmen. Ich wüsste gerne, was für ein Vertrag. Pudeling. Münztelefon. Brauchen wir ganz dringend. Ich weiß nicht, um was für einen Vertrag es hier geht. Und du? Wir nehmen einfach mal an. Mal gucken. In Auftrag geben. Fischsuppe. Schmuggel. Haufen von Eisenerz. Oh, hier gibt's jetzt... Hör zu, ich habe hier eine gute Ladung. Du kannst dich glücklich schätzen. Ich verkaufe sie dir billig. Woher kommt die Ware? Natürlich ist es von den Piraten. Was ist das? Du sagtest, es fehlt eine Ladung aus dem Vorrat. Das stimmt, sie wurde von Piraten gestohlen. Es kann nicht dieselbe Ladung gewesen sein, die ich dir verkauft habe. Unmöglich. Dann scheint es jetzt auch sowas wie Aufträge zu geben, wa? Geil. Gefällt mir. Es wird schon wieder dunkel hier. Komme ich da hoch? Dann muss ich erstmal hier hoch. Ja, nice. Die Händlerin nicht mehr allein. Gibt's viele. Ich hoffe, die schmeißen mich jetzt nicht hier raus. So, wer ist hier? Niemand. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Haben wir mal ein vernünftiges Hemd hier? Oh, sieht genauso aus. Nehmen wir das. Wir sehen eh aus wie Nachbars Lumpi. Haha. Sehr gut. Dankeschön. So. Hi there! Bla 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 bla. Bop, bop. Was ist das jetzt? Dann kommen die Apartments, 2 Felsenstrand, Insel der Schiffbrüchigen. So ungefähr, ne? Genau, diese Richtung müssen wir. Ich bin dann mal weg. Wie viel Gummi haben wir? 7. Auf geht's nach Hause. Und jetzt stell dir mal vor, du schwimmst so im offenen Ozean und weißt nicht, was unter dir ist. Ich würde ausrasten. So, wie nennt man das nochmal? Thalassophobie oder so, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da eine ausgewachsene von habe, weil... schon Ewigkeiten her, dass ich am Meer war. Aber trotzdem, muss nicht sein. Nein, danke. Kein Bock drauf. Warum regnet das schon wieder hier? Was soll denn das?
Da, 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 da. La, 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 la. Blop, blop. Doch schon wieder 17 Uhr. Kein Wunder. So. Luftflasche, her damit. Auf den Rücken, perfekt. Essen. Da, 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 da. Müssen wir mal gucken. Also ich werde hier auch wieder praktisch bauen, ja. Also nichts Wunderschönes. Einfach funktionell. Metallschrott. So, dass wir hier irgendwo schön unsere ganzen Kisten hinsetzen können, ja. Und dann schauen wir mal. Was auch noch was. So. Wenn ich jetzt das Tretboot bauen möchte, brauche ich dafür noch 8 Komponenten. Haben wir die hier irgendwo? 4 haben wir. Und 9. Ja, nice. Noch besser. Dann her mit dem Tretboot. So. Perfekt. Können wir eigentlich schon hier an die Wand setzen, ne? Wie viel haben wir jetzt? Bauen, Kisten hier irgendwo da. 15. 3 Stück könnten wir bauen. Ich meine, da passt nicht mehr rein. Sieht nur anders aus. Kühlschrank. Der braucht Elektroteile. Okay. Ne, lass mal. Ich nehme die ganz normalen Metalltruhen. 1. 2. Verschwindet die da drunter? 3. So. Dankeschön. Zack. Benennen wir die mal um. Holz. Metall. Schrott. Und wovon haben wir noch viel? Komponenten. Wir nehmen diesmal dann auch die Kisten und keine Fässer, ja. Ja, weil wenn wir das ja alles voll haben mit dem Zeug, dann haben wir mehr als genug. So, gib mir schon mal das Holz. Ja, damit. Sind sonst irgendwie Komponenten oder Metall? Nein. Hier auch nicht. Das Holz. Okay, so. Kommt hier rein. Jetzt nicht einfach alle Gegenstände nehmen. Upp, rein da. Perfekt. Oh, das finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Unsere Türstopperente hier. So, wir haben 19.25 Uhr. Wir müssten noch ein bisschen warten. Können aber leider nicht viel tun, weil dunkel und so. Einzigste, was wir machen könnten, ist gerade noch was trinken. Hier ist mit Wein. Geht nicht. Okay. Aber hier was zu trinken? Nö. Dann lass gerade hier was trinken. Ah, sehr gut. So, können wir noch ein bisschen Holz einsammeln, so lang. Ressourcen kann man immer gebrauchen. So, was können wir sonst noch so quatschen? Wie wär's, wenn ich euch nochmal danke für, sorry, Mr. Krabs. Für gestern. Also Freitag. Der Stream gestern. Egal ob Twitch oder YouTube. Einfach nur krass. Einfach nur krass. Vielen lieben Dank dafür euren Support. Das ist Wahnsinn, was ihr da alles gemacht habt. Okay, interessant. Haben wir jetzt schon Stein oder Eisen oder so bei uns hier auf der Insel? Ja, nice. Brauche ich mich ja gar nicht bewegen. Eine Holzplanke. Sehr gut. Der wächst schon wieder nach. Da sind Pilze. Kann man alles essen, mindestens einmal. So. Was ist das hier? Beine. Da, da, da. Das heißt, unbekannte Ruinen. Ich weiß nicht, ob da, da gehen wir mal hin. Ich weiß nicht, ob da Haie sind. Das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Kann ich hier irgendwie wiederverwenden? Aha. Ein Ort, dessen Name man vergessen hat, sagt man nach, dass er einen Schatz in einem Brunnen versteckt hat.
Cool. Und dann kann ich gucken, was man da finden kann. Wie geil! Wie geil! Cape Lookout war einst riesig, aber nach geologischen Veränderungen ist nun nur noch ein kleines Stück davon übrig. Mutanten. Einst war es das Privatanwesen eines wohlhabenden Mannes, der eine Vorliebe für Schwarzpulverwaffen und eine schöne Musketensammlung besaß. Das riecht ja danach, als dass wir da Musketen finden. Auch hier, Antibiotika und was weiß ich, findest du alles da? Sehr gut. Und hier, überschwemmte Stadtviertel mit einer Fülle von Dingen des täglichen Bedarfs. Warten auf Plünderer. Versunkene Minifarm mit ein paar weiteren Vorräten, die gesammelt werden können. Was? Markennamen? Abbrechen. Ich will da nur hier gucken. Einige Mutanten haben das einzigartige Gelände der Untiefen ausgenutzt, um ihr Unwesen zu treiben. Aha. Oh, ich kann hier Marken setzen. Die von den Driftern verlassene Insel wurde geplündert und verfügt nur noch über wenige Ressourcen. In den nahegelegenen Gewässern gibt es jedoch einige verwertbare Vorräte. Aha. Ökologisch, Pflanzendecke. Das ist ja cool gemacht, dass du hier alles siehst. Siehst du, wir haben Eisenerz bei uns hier drauf. So. Boom, nenne ich das einfach mal. Kann ich mir eins. Sehe ich den denn auch? Wahrscheinlich nicht. Kälte, bleibe in der Nähe des Feuers. Gehe ja schon. Ich glaube, wir könnten jetzt auch mal schlafen. Aber das finde ich cool gemacht, dass jede Insel jetzt so eine Legende hat, ne? Wo du siehst, was es da gibt. Die Geschichte und. Das ist schon cool. Gefällt mir. Trink mal, brutzel mal. Ich esse mal gerade hier was Fleisch. So. Mach zu, da ist Gummi. Das hat noch keine. Das heißt. Ist auch noch alles voll, ne? Jo. Boing. Farbe ändern. Fahren. So, wo fahren wir hin? Genau. Einfach diese Richtung. Ich glaube, das sind die da, oder? Hört sich das an, ey. Tretboot halt, ne? Puh, wenigstens haben wir ruhige See. Gib Gummi! Zack! Sehr schön. Obwohl, hier war auch der, der Hai, ne? Da sind die Marlins. So, die Frage ist, ist hier Ruhe? Der Erlöser-Clan, da sind 15 Gegner drauf. Ja, die ballern, wetten wir. Die lasse ich in Ruhe. Sind wir schon weiter, ne? Bin dann mal weg. So, wir sehen aber nicht unsere Dingens hier. Die sehen wir nicht. Gut, dann gehen wir mal was zurück. So lange, bis wir hier in der Mitte sind. Fahren wir mal hier so hin. Da ist schon der Hai. Wo ist der Dingens hier? Ob wir den Hai überleben? Ob wir den killen können? Ich glaube, da ist der Brunnen, ne? Ah, wie ich sowas hasse. Lass mal erst mal hier ein bisschen suchen. Müssen wir uns noch eine zweite Flasche machen. Oh, der sieht sogar noch relativ modern aus. Und aha. Was ist los? Ging das hier rein? Nein. Immerhin können wir schon mal etwas länger hier. Ruhe. Etwas länger unter Wasser bleiben. Das ist ja auch gut. Alter, warum geht die denn so schnell leer, die Flasche da? Guck dir das mal an. Ach, er nimmt immer einen Zug hier. Das wurde auch überarbeitet, ne? Jo, guck. So. Jetzt checke ich das. Immer wenn du kurz vorm Ersticken bist, macht er einen Zug und blub geht ein Stück aus der Flasche raus, ne? So. Ich habe auch das Gefühl, dass das schneller leer wird hier. Weil wir halt das ganze Zeug mit uns rumschleppen.
Oder bilde ich mir das nur ein? Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall können wir jetzt schon mal schön hier sammeln. Mal gucken, wo der... Hier ist doch niemand! Erzähl dir, Level 1 Cape Lookout. Gehört schon zu den Mutanten. Na, okay, interessant. Hat es sich gerade weggemacht hier? Platz ist noch. Hui. Naja, wir lassen die Haie in Ruhe, wenn sie uns in Ruhe lassen. Dankeschön. 30 Lagerplätze, okay. So, gehen wir mal auf unsere Truhe. Oh, eine Münze. Sehr gut. War alles da rein. Oh, eine. Oh geil, High Heels. Muss ich unbedingt anziehen. Unbedingt. Perfekt in der Apokalypse hier. Mit High Heels durch die Gegend zu stöckeln. Vor allem, wenn man in den Dinger nicht laufen kann. Aha, da geht's runter. Aber jetzt ist unsere Flasche leer, das ist doof. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr lebend raus dann. Aber hey, wir können endlich mal anfangen, richtig vernünftig zu looten hier. Wir haben eine Sauerstoffflasche. Wir haben... Juhu, Schaukelpferd. Wo war ich stehen? Oh, hallo, hi. Oh, wir trinken. Was wollte ich sagen? Genau, wir haben eine Sauerstoffflasche, wir haben Schwimmflossen, ne? Passt also alles. Will ich den hier mit? Gibt, glaube ich, noch einen besseren Stahlspeer oder so, ne? Gucken wir mal hier hinten. Also, wir sind echt gut ausgerüstet. Für den Anfang. Können wir uns nicht beschweren. Können wir mal richtig Zeug sammeln hier. Ein Tretboot haben wir jetzt auch. Also, passt, würde ich sagen. So, den hier klein machen. Juhu! Ja, mit dem Zeug. Ja, mit dem Zeug. Da liegt noch was. Die Marlins lassen wir in Ruhe. Wir haben mehr als genug Essen im Moment. Hm? Sehr gut. Können wir hier noch? Ist da irgendwas? Oh, da ist noch ein LKW. Jetzt lässt es mir wieder keine Ruhe, ne? Jetzt muss ich wieder alles durchkrabbeln hier. Ich warte nur drauf, dass uns der Hai in den Arsch beißt. Dankeschön. Was ist da hinten? Da sind wieder die Marlins. Boah, das war schon beim nächsten hier. Was ist hier? Ach, Holz. Das interessiert mich gerade nicht. Wenn, dann Metall. Wir müssen aufpassen, wir kommen jetzt gleich wieder beim Hai raus, ne? Der wird hier irgendwo rumlungern. Wer zum Teufel ist das? Haben wir auch noch Platz, ein klein bisschen. La, 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 la. Da hinten ist unser Boot. Da ist er. Ja, der ist immer da schön beim Abgang zum Tunnel, ne? Die Schweinebacke. Da ist der. Gut. Zack, alles der gleichen Art rein da. Schon haben wir da Platz. Kann ich nicht sortieren. So, machen wir. Sehr gut. Rucksack. Können wir nicht umbenennen. Macht aber nichts. Jo,
Bild ist auch richtig. Ich dachte gerade, oh nein, ist wieder verschoben. Aber ist es nicht. Passt so. Sehr gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, du lässt einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit und bis zur nächsten Folge.